Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute basteln wir das Häuschen aus der Cartoon-Serie Mr. Bean. Und zwar das Häuschen von Irma, seiner Freundin. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Blöcke in die Hand. Auf geht's. So, zuallererst, ihr wisst es, an die Kiste ran. Für Irmas Häuschen holen wir uns ganz einfach mal ein bisschen grauen Beton raus. Denn weißer Beton, den holen wir uns ein paar. Ja, Steinsiegel, Stufen, davon nochmal die Treppen und Blöcke. Dann holen wir uns noch ein bisschen Keramik raus, ganz normale, die sollte reichen. Dann Granitmauern holen wir uns raus, denn davon nochmal ein paar Blumentöpfe. Und dann holen wir zum Schluss noch ein paar Eisengitter raus. So, zuerst basteln uns wir wie immer den Grundriss. Wir nehmen uns erstmal den grauen Betonsatz und machen uns erstmal ein schönes Viereck. Das Viereck hat eine Maße von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. Das heißt, wir machen auf jeder Seite 13 Blöcke erstmal hin. Und wenn wir unser Viereck denn uns so gezeichnet haben, nehmen wir den weißen Beton und ziehen uns erstmal die Wände hoch. Die haben eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke. Also 10 weiße Betonblöcke setzen wir noch einmal ringsrum. Wenn wir unsere Wände dann ringsrum platziert haben, geht schon daran, dass wir so den Vorbau fürs Dach machen. Dabei nehmen wir jetzt nochmal unsere steinzige Stufen. Wir beginnen auf der Vorderseite uns erstmal hier ganz normal einfach eine Stufenreihe lang zu ziehen. Das kann man synchron denn auch immer gleich auf der anderen Seite machen. Das machen wir einfach mal, dass wir auch auf der Rückseite uns auch unsere Stufen platzieren. Natürlich nicht so, sondern ganz normal hier oben an der Kante ran. Darauf platzieren wir jetzt eine weitere Steintreppenreihe hier einfach mal. So machen wir natürlich hier auf beiden Seiten. Und wenn wir das haben, geht es los mit unseren Steinziegelblöcken, dass wir einfach mal an den Seiten, würde ich mal sagen, drei Treppen einfach mal Platz lassen. Und dann setzen wir uns hier einfach mal so eine Blockreihe hin. Und da fällt mir auf, wir könnten eigentlich an den Seiten auch unsere Treppen um nochmal ein versetzen, dass wir an den Seiten jetzt zack einfach mal die Treppen nochmal ein verkürzen. Dann lassen wir hier nur zwei Treppen halt so über, ne? Und dann setzen wir einfach unsere weitere Blockreihe, ne? Dass wir hier zwei haben und dann hier an der Seite ist halt hier unsere eine Stufe. So, danach geht es halt los, dass wir hier dann wieder einen Block an der Seite freilassen, Reihe raufsetzen, dann lassen wir wieder an den Seiten zwei Blöcke frei und in der Mitte oben ein. So, an der Seite machen wir es auch nochmal. Wir können ja mal von draußen so ein bisschen gucken, wie das aussieht. Ne? Wir haben an der Seite die Stufe, dann kommen zwei Treppen, dann setzen wir dahinter unsere Blockreihe hin. Ne? Das können wir auch eigentlich hier gleich einmal hochziehen. Und dann lassen wir wieder an der Seite einen frei, setzen hier wieder eine Reihe rauf und dann bitte nochmal ein. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt eigentlich unser Dach schon raufsetzen. Dabei schnappen wir uns nochmal unseren grauen Beton. Wir legen eigentlich los hier an der Seite. Ne? Erstmal mit der einen Reihe. Da würde ich mal sagen, machen wir hier noch eine weitere Reihe rauf. Dann machen wir hier einfach mal zack, zack, zack. So eine Zweierreihe rauf und ihr seht, glaube ich, wie das halt sich so entwickelt. Dann kommt hier eine Reihe, dann wieder hier so ein Zweier und ganz oben unser Einer. Und dann geht das eigentlich so zur anderen Seite wieder runter und dann können wir das mit der anderen Seite verbinden und auch noch einmal überstehen lassen. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, wie man das überstehen lässt. Also ihr zieht das auch nicht weiter, als wir jetzt hier unsere Stufe und Treppe hier ganz vorne schon einmal gesetzt haben, ne? Bevor wir hier einmal wieder nach hinten gegangen sind mit unseren Blöcken. Also weiter solltet ihr das auch nicht überstehen lassen, ne? Und dann ziehen wir uns hier das alles einmal zu. Wenn wir unser Dach dann einmal drauf platziert haben, sieht das natürlich im Endeffekt so erstmal aus. Jetzt wollen wir gleich anfangen, uns schon unseren Schornstein einmal drauf zu basteln. Schnappt euch mal die Keramik und dann fliegen wir hier auf der Vorderseite mal auf die linke Seite hin. Und ich würde mal sagen, ab der dritten Einerblockreihe hier, was wir haben ja unten hier zwei und dann haben wir hier, dann haben wir ja hier noch diesen Einer. Da gehen wir mal ran und zählen mal von vorne, würde ich mal sagen, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab den achten können wir uns hier zweimal platzieren. Das Ganze machen wir auf einer insgesamt ein Vierer Höhe. Dann können wir jetzt, würde ich mal sagen, noch das Ganze ein bisschen dicker machen, ne, dass wir hier so einen schönen Vierer haben. Und darauf setzen wir uns einfach mal einmal die Mauer und dann nochmal einen Blumentopf rauf. So, und dann haben wir unseren Schornstein hier schon fertig. Da wollen wir uns natürlich hier auch noch so eine kleine Antenne basteln. Schnappt euch mal euer Eisengitter und wir fliegen hier hinten mal hin. Lassen so, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz. Ab den dritten hier hinten können wir einfach mal eine Eisengitterstange hinsetzen. Und da würde ich mal sagen, das machen wir so hoch auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 und, muss man auch treffen, 8, so. Also wir machen das Ganze mal auf einer 8er Höhe von unseren Eisengittern und dann gehen wir noch einmal nach, ja, zur Seite eher weg, noch jedes Mal hier zweimal, das machen wir natürlich hier auf beiden Seiten, dass wir noch jeweils immer zwei Eisengitter ranmachen und wollen ja unsere Antenne so ein bisschen, sag ich mal, zurechtbiegen, ne? Das heißt, wir machen hier noch so drei Streben auf jeder Seite ran und dann haben wir hier unsere Fernsehantenne uns auch aufs Häuschen gebastelt. Dann wollen wir schon weiterlegen mit den ganzen Fenstern, dass wir die auch mal basteln. Dabei geht es jetzt daran, dass wir uns ein paar Steinstufen schnappen, Steinblöcke, Steintreppen, dann hellgrauer Beton, dann haben wir uns ein bisschen dunkle Prismarinstufen, dann Prismarinziegel, also die Blöcke davon und davon die Treppen, dann haben wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus und natürlich für unsere Fenster wieder das Glas. Ich empfehle wie immer türkises, kannst auch gerne blaues nehmen, kannst auch jedes andere Glas nehmen, halt was dir da gefällt, ne? So, zuerst wollen wir uns natürlich hier alles ein bisschen freier und wir fangen erstmal auf der Vorderseite an.
Wir lassen an der Seite zwei Blöcke Platz, dann schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das Fenster machen wir auf eine 3er Höhe insgesamt. Darüber gehen wir gleich mal. Wir lassen an den Seiten, oder lassen darüber einfach mal zwei Blöcke Platz. Und dann können wir an den Seiten hier einfach mal so ein 2x3 großes Fenster schlagen. Dazwischen lassen wir eine Blockreihe frei und setzen hier nochmal so ein Fenster hin. Daneben würde ich mal sagen, lassen wir nochmal so zwei Blöcke Platz und schlagen hier einfach mal so ein Viererfenster rein. Unter diesem Viererfenster, wo wir auf jeder Seite nochmal zwei Blöcke haben, gehen wir einfach mal komplett runter und können hier von unten 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal weghauen. Hat dann so ein bisschen hier die gleiche Höhe wie, sag ich mal, unser anderes Fenster. Da kann man schon, wenn man möchte, einfach mal hellgrauen Beton einmal unten zum Boden hinsetzen. Dann haben wir hier an sich ja nur noch vier Blöcke Platz. So, ich setze mir auch schon gleich mal meine Prismarin-Stufen darunter, ne? So, das wird ja hier später unsere Tür werden. Aber bevor wir die jetzt alles beziehen, gehen wir nochmal auf die Rückseite. Denn auf der schönen Rückseite wollen wir uns auch nochmal Fenster reinfangen. Wir fangen auf der rechten Seite an, dass wir hier erstmal zwei Blöcke Platz lassen, schlagen uns hier wieder ein 5x3 großes Fenster rein. Das machen wir ganze zweimal. Genau darüber machen wir es noch einmal. Wir lassen zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier wieder 5 frei und auch wieder auf eine 3er Höhe. So, neben unseren 5er Fenstern lassen wir aber mal zwei Blöcke Platz, schlagen hier wieder zwei Blöcke weg, das Ganze auf eine 3er Höhe und das machen wir hier auch wieder einfach mal synchron, unten wie oben. Und wenn wir das haben, geht es schon ran, dass wir das Ganze beziehen können. Wir beziehen erstmal die Tür, weil das ist keine Massenarbeit, das machen wir halt nur einmal. Schnappt mal eure Prismarinblöcke einfach mal und die können wir jetzt erstmal hier komplett einmal reinsetzen. Das machen wir mal hier zusammen, zack, zack, zack. Und wenn wir das haben, ich würde mal sagen, machen wir da natürlich auch nochmal ein Fenster rein. Da setzen wir einfach mal unsere Treppen ganz normal einfach mal oben hin. Und wenn wir das haben, können wir noch einen Türknopf einmal anbringen und fertig ist unsere Tür. So, jetzt wollen wir natürlich jetzt anfangen mit unseren Fenstern. Schnappt euch mal eure Steinsachen. Wir gehen erstmal los, unsere 5er Fenster zu machen. Insgesamt haben wir ja 3 Stück davon, die sind immer gleich aufgebaut. Wir platzieren, immer wenn wir vorne gucken, hier gleich auf der linken Seite beim zweiten unsere Blöcke und setzen unten wie oben einfach unsere Stufen hin. Und dann würde ich sagen, hier noch bei dieser kleinen Strebe machen wir dazwischen nochmal eine Stufe. So, das machen wir natürlich nicht auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite setzen wir sie jeweils dieses gleiche Maß, ne, ins Fenster rein. So, jetzt gehen wir natürlich noch an unsere Fenster ran, die hier eine 2x3er Höhe haben. Ne? Davon haben wir ja insgesamt 4 Stück, 2 vorne, 2 hinten. Die sind auch relativ simpel aufgebaut, Stufen unten wie oben hin und dazwischen noch einfach mal unsere Stufen. So, das machen wir natürlich nicht nur hier auf der Rückseite, sondern setzen wir auch hier nochmal unsere Stufen auf der Vorderseite einfach mal in die Fenster rein. So, und wenn wir das auch wieder fertig haben, nehmen wir nochmal unsere Steintreppensand. Und zwar bei unserem kleinen Fenster setzen wir einfach an jede Ecke unsere Treppen und formen damit einfach den Rahmen unseres Fensters. So, und wenn wir das auch haben, gehen wir nochmal zu unseren Stufen und wollen noch was bei der Tür ein bisschen verbessern. Wir setzen hier oben, zack, an der Blocksheet einfach mal eine Stufenreihe ran. Und ich würde sagen, die Stufen machen wir ein bisschen so vorne rüber, so insgesamt 4 Stück. Und dann haben wir die Tür damit auch abgeschossen. So, nächster Schritt ist natürlich jetzt die Fenster verkleiden. Schnappt euch mal euer Glas. Wir fliegen hier einfach mal durchs große Fenster rein. Und wir setzen jetzt überall, wo wir hier natürlich noch ein bisschen Platz haben, einfach mal unsere Glasscheiben hin. Du kannst das Ganze dir auch wie immer verkleiden, falls du den Aufwand dir machen willst. Das sieht immer ein bisschen besser aus, als wenn du das dann so hohe lässt. Das machen wir einfach mal hier auch wieder ganz flink. Und wenn wir dann die Fenster natürlich verkleidet haben, wie natürlich hier auch unsere Tür nochmal, sieht das Ganze dann im Endeffekt so aus. Und dann haben wir Irmas Häuschen fertig. Man kann sich natürlich noch einen Garten oder sowas basteln. Ich habe hier auch noch so ein kleines Soundtor gemacht, weil ich einfach sah in den Folgen, dass sie, ja, sag ich mal, so eine Verbindung hat. Kann auch sein, dass es einfach nur so ein Durchgang ist, ne, weil bei den reinen Häusern sah man das nicht unbedingt, dass die da einen Garten haben. Von daher habe ich einfach mal auch gesagt, wir machen hinten nur eine Fensterfront. Das reicht dann eigentlich auch völlig aus. Ja, und dann haben wir Omas Häuschen, will ich schon sagen, Irmas Häuschen fertig. Und dann hat Mr. Bean seine Freundin auch hier schon in der Nachbarschaft. Ja, ich hoffe, ihr seid mal zufrieden mit der Baufolge. Ansonsten verlinke ich dir noch unten in der Videobeschreibung nochmal den Channel von Mr. Beans Cartoon-Serie. Falls du mal Lust hast, ein paar Folgen nachzuspielen in Minecraft. Jetzt hast du die Häuser, jetzt kann es ja losgehen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Nachbauen und hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!